In Extremsituationen reagieren Menschen anders, als sie normalerweise reagieren würden. Sie reagieren in Extremsituationen extrem. Frau Holzmann, ich verurteile Sie. Ich soll mich hier melden wegen der Sozialstunden. Wie viel? 40. Ich habe noch 31.433. Sozialstunden? Bis zur Rente. Wie alt sind Sie denn? 37. Du stehst wieder zwischen zwei Männern? Kann doch jedem mal passieren. Nein. Kann es nicht. Hallo. Mann, nicht so laut, Mensch. Wir gehören zusammen. Das ist mir endgültig klar geworden, nachdem wir letzten Monat miteinander geschlafen haben. Sag mir bitte, dass hier irgendwo eine versteckte Kamera hängt. Das würde ich sogar. Das ist ganz okay für eine Alte mit Stressbalken. Danke. Du auch. Für eine Junge mit Pickelhintern. Wissen Sie, was mir das ist? Völlig egal. Genau. Was machen Sie denn hier in meinem Schrank? Kann man ganz schwer mit Ja oder Nein beantworten. Wissen Sie, was ich mich ganz oft frage? Nein. Wie viele Finger muss man in diesen Ventilator stecken für die Berufsunfähigkeit? Nicht mehr. Oh. Wir brauchen unsere Klamotten und ein Handy. Wir leben in unserer Gemeinschaft ohne Mobiltelefon. Ach, das nennt ihr Leben?